Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Online. Ich bin Mr. Katafi, euer tanzendes Kaninchen, und mit dabei ist Fironia. Hallo. In diesem Spiel Loki. Und es gibt einen Grund, weswegen wir wieder aufnehmen, denn es gab Modul 7. Yay. Kam raus. Underdark. Yay. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, zusammen mit euch. Wir haben beide keine Ahnung, was uns groß erwartet, außer dass es um Drows geht. Und dass diese Kampagne von keinem Geringeren geschrieben wurde als von RJ? R.A. Okay, wie auch immer. R.A. R.A. Salvatore. Ich habe immer nur Salvatore im Kopf. Der große D&D-Schreiber, der ja auch viele Bücher geschrieben hat, und der hat diese Kampagne, oder auf jeden Fall einen Teil dieser Kampagne geschrieben. Ich weiß nicht, ob er alles geschrieben hat. Und das wollen wir uns mal anschauen. Deswegen stehen wir hier schon und tanzen frisch fröhlich mit unseren schicken Klamotten und unseren Masken. So, gut. Das Problem ist, dass ich schon ein wenig übereifrig war und die Quest schon den ersten Teil angenommen hatte. Und deswegen... Tut mir leid. Deswegen ich hier jetzt nicht den Anfang miterleben kann. Deswegen muss Fiorina den vorlesen. Bevor wir aber dazu kommen, noch eine kleine Info. Wenn ihr das Spiel spielen wollt und noch nicht spielt oder es schon spielt, aber es noch nicht wisst, ihr könnt euch jetzt bis zum 2015. Oh mein Gott. Gott, sind wir gut vorbereitet. Yay. Meine gute Profis am Werk. Nicht durch den Wind, so, ey. Bis zum 17.12.2015, also noch knapp einen Monat, könnt ihr euch Ruhe da oben. Beim Belohnungsagenten dieser welche Herr hier oben in Protectors Enclave könnt ihr euch ein Promopaket abholen, was ich schon habe, was wir beide schon haben, deswegen können wir es nicht zeigen. Weil wir da auch da wieder zu voreilig waren, aber dort drinnen sind allerlei nützlicher und unnützlicher Goodies, die ihr euch kostenlos hier abholen könnt für einen Charakter auf dem ganzen Account. Also überlegt euch genau, welchen Charakter ihr nehmt dafür. Da sind ein paar sehr nette Dinge dabei. Es sind viele Gutscheine. Genau, wichtig ist... Wichtig ist vielleicht noch, dass das Paket sich direkt öffnet. Also man kann es nicht ins Lager legen und irgendwann mal öffnen, sondern es geht wirklich direkt auf. Und das ist halt bei mir, ich weiß nicht, bei dir war es ja, glaube ich, genauso, Gutscheine drin, die dann 24 Stunden gelten. Das heißt, ihr müsst euch auch überlegen, dass ihr die Zen dafür parat habt, wenn ihr das holen wollt. Ich hatte zum Beispiel einen Gutschein für einen Beutel drin, für einen mächtigen, nimmervollen Beutel, der 50% reduziert war. Das muss man halt wissen, dass das da dann drin ist, um dann gleich so viel Zen auch parat zu haben. Denn es lohnt sich. 50% Rabatt und solche Späße, das sollte man nutzen. Genau, einen kostenlosen Gesundheitsstein gab's noch. Stimmt. Die habe ich auch irgendwo. Ja. In meinem Inventar. Ne, habe ich nicht. Doch, da. Das sind die. Das ist dieser Stein der Gesundheit. 50 Stück. Kriegt man. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Abholen bis 17.12.2015. Meine Güte. Dieses Jahr, also in dieses einem Monat. Jahr. Kurz vor Weihnachten, dieses Jahr. Gut, jetzt zur Quest. Schon viel zu lange hier. Die Quest könnt ihr euch überall in ganz Protectors Enclave abholen, bei diesen Neverwind-Rekruten, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Könnt ihr dann sprechen. Ich nicht mehr. Aber ich mach das jetzt mal und lese mal vor, was der gute Herr mir mitteilt. Seid gegrüßt, Abenteuer. Wäret ihr bereit, der Stadt Neverwinter zu helfen? Eine Frage von Zwergen und Bauernhöfen. Sind wir bereit zu helfen? Wir sind bereit zu helfen. Mal wieder? Okay, also eine Frage von Zwergen und Bauernhöfen. Hallo Spielercharakter-Dame. Einer der Wächter in Neverwinter, Hauptmann Belgold, hat nach euch gefragt. Er sagte, er bräuchte die Hilfe eines fähigen Abenteurers, da die Neverwinter-Wache derzeit nur dünn besetzt ist. Wärt ihr gewillt, mit Hauptmann Belgold zu sprechen, um ihm zu helfen? Nein. Ich würde mal sagen, das kriegen wir, glaube ich, gerade noch so hin, mit Hauptmann Belgold zu reden. Wir sind ja immerhin, man muss ja auch dazu sagen, diese Kampagne, das ist eine neue Kampagne, komplett neues Kampagnenmenü, kann man erst ab Level 70 machen. Das heißt, man ist schon Held von Neverwinter, Verteidiger von Neverember und alles, da ist es ja eigentlich mehr als gerechtfertigt zu sagen, ja, wir sind bereit. Bereit. So, wir müssen jetzt mit Hauptmann Belgold reden, der sich anscheinend auch hier irgendwo im Protectors Enclave aufhalten soll. Ja, der befindet sich unten beim Markt. Beim Markt, okay. Du, ich bin mit meinem Schlitten fast genauso schnell wie du, das ist so erbärmlich. Yay! Es gab viel, was Neues gekommen ist mit Modul 7. Es ist jetzt schon ein paar Tage, ist es schon draußen. Man sollte immer ein bisschen warten, man kennt das ja, nichts funktioniert perfekt am Anfang.
Deswegen haben wir jetzt ein paar Tage gewartet, bis wir hier losgelegt haben. Unter anderem gibt es neue Schatztruhen, die alles enthalten können, was bisher jemals da gewesen war an besonderen Items. Das heißt, es lohnt sich da vielleicht auch, wenn man die Schlüssel hat, diese neuen Truhen aufzumachen. Und es gibt teilweise neue Ausrüstung und alles mögliche. Also das lohnt sich da. Es gibt neuen Festungskontent, also für die Gilden irgendwie, wenn man Marktplatzstufe 12 hat oder so. Naja, gut. Richtig, dafür muss man zwar erstmal die C-Strecke zwischen 60 und 70 durchspielen. Ja. Ich hoffe, aber es lohnt sich. In dem Paket, was man sich oben bei dem abholen kann, gibt es einen Gutschein für, oder einen Bonus, 100.000 Erfahrungspunkte Bonus. Mhm. Das heißt, damit unterstützen sie das noch ein bisschen, dass ihr schneller von 60 auf 70 kommt. Und jetzt sind wir bei Hauptmann Belgold. Der gute Mann auf seinem Pferd hier. Dann wollen wir doch mal gucken, was der Herr zu sagen hat. Er warnt uns davor, dass wir vorsichtig in den Wäldern sein sollen. Oh ja. Hauptmann Belgold, mir wurde gesagt, ihr wollt mich sprechen. Ja, Spielercharaktername. Ich könnte die Hilfe eines Abenteurers gebrauchen. Es gibt da eine Angelegenheit, die ich untersuchen möchte, aber mir fehlt dafür das Personal. Hättet ihr Interesse? Ich werde euch auch angemessen entlohnen. Die Auswahlmöglichkeit ist, ich bin dabei. Okay. welche Auswahlmöglichkeit. Bin dabei. Ja, okay, Quest angenommen. Ach so, okay. Jetzt scheint ein Kapitel 1 begonnen zu haben. Ist die Kampagne wie ein Buch aufgebaut oder sowas? Ja, ist es. Es ist wie ein Buch aufgebaut, aus mehreren Kapiteln, die einzelne Namen haben und einzelne Geschichten. Ich meine, es ist halt Salvatore, der schreibt halt Bücher. Und wie heißt denn das jetzt, was du hast? Kapitel 1. Angriff bei Dämmerung. Hilfe bei Chandlers Bauernhof leisten? Gehen Sie zu Chandlers Bauernhof? Ich werde erstmal anklicken und mir durchlesen oder vorlesen, was er mir sagt. Ziel. Sucht nach Spinne der grinsenden Ponys in der Taverne Treibholz. Ich grüße euch, Spielercharaktername. Ich habe soeben einen Bericht über Probleme bei einem Bauernhof erhalten. Jedoch habe ich nicht das Personal, dies zu untersuchen. Könntet ihr euch dies für mich einmal ansehen? Ich werde euch auch angemessen entlohnen. Momentan ist eine aus Halblingen bestehende Reitergruppe mit dem Namen grinsende Ponys in der Stadt. Einer von ihnen, er nennt sich Spinne, ist im Treibholz und kann euch sicher mehr berichten. Okay, wir müssen jetzt also Spinne finden. Genau. In einer Taverne, in der wir schon lange nicht mehr waren. Das wird die hier vorne sein, ne? Genau. Und man muss natürlich bedenken, wir sind Level 70 Charaktere, wir sind Helden von Neverwinter, wir haben Valindra besiegt, wir haben Drachen besiegt und da muss natürlich jetzt auch eine epische Aufgabe kommen. Natürlich. Und wieso denke ich beim grinsenden Pony ans tänzelnde Pony? Weil wir alle viel zu viel, weiß ich nicht, andere Rollenspielsysteme kennen. Okay. Er scheint hier zu sein. Genau, hier, dieser Herr, dieser Kleine, der in einem NPC drin steht. Geh mal bitte weg, Dame. Dame, geh die mal. Vielleicht sind die gerade beschäftigt? Gut möglich. Die richtige Höhe hat er. Okay, ich quatsch ihn jetzt einfach mal an. Quatsch mal mit. Spinne Pericolo Topolino. Sehr schöner Name, muss ich sagen. Sehr schön ist, dass er so einen leicht italienischen Akzent hat, den ich jetzt leider nicht nachmachen kann. quatsch mir ihn an. Hauptmann Belgold schickt mich. Was hat es mit dem Bauernhof auf sich? Ach ja, einer unserer Kontakte aus Neverwinter hat eine seltsame Beobachtung gemacht, als er beim Bauernhof der Chandlers vorbeikam. Eine der Windmühlen stand in Flammen. Er konnte niemanden sehen, der das Feuer löschte, also vermutete er, dass es vielleicht einen Unfall gegeben hatte, während niemand vor Ort war. Was meint ihr? Ich würde es mir ja ansehen, aber leider werden die grinsenden Ponys heute Nachmittag gen Osten aufbrechen. Könntet ihr zum Hof der Chandlers gehen und dort nach dem Rechten sehen? Ich befürchte, ihnen könnte etwas zugestoßen sein. Okay, ich kümmere mich darum, würde ich mal sagen, ne? Ja. Die Mühle brennt. Yay. Und ganz ehrlich, das ist für Helden, die gegen Drachen und eine untote Elfenhexe gekämpft und gesiegt haben, ist das irgendwie ein bisschen strange, so wegen, hey, da brennt eine Mühle. Geht doch mal hin und guckt mal nach. Wir können keinen Rekruten schicken.
Vor allen Dingen, ist er jetzt tatsächlich an dem Hof vorbeigeritten, hat sich in die Taverne gestellt, erstmal noch allen anderen Bescheid gesagt, die einen von A nach B schicken, bis irgendwann jemals sich jemand darum kümmert, dass die Mühle vielleicht abbrennt? Ja, es wird nicht gelöscht oder so. Nein, so wie so, ja, brennt hier halt. Na gut, dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Vielleicht kann man noch ein bisschen was retten. Ah, nein, das ist eine Dauerbrennung. Ich meine, ach so, magisches Feuer. Genau. Also, das ist, man, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen strange, dieser Anfang. Gut, aber wie willst du anfangen? Kannst du ja auch, es muss ja irgendwo ein bisschen eine Spanne, wie heißt das? Spannungsbogen? Diese Spannungsbogen, genau. Hey. Ein Spannungsbogen muss ich ja aufbauen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und außerdem, es ist ja immer dieser seichte Einstieg in so einen Roman, in so ein Abenteuer. Das meine ich. Er ist ja auch vermutlich wirklich daran gewöhnt, er in dieser Form zu schreiben, dass jedes Buch für sich steht und nicht mit Helden anfängt, die genau. schon Geschichten erlebt haben. So, wir müssen jetzt nach Bauernhof der Schändlers. Hoffentlich kommen wir da zusammen hin. Ich weiß nicht, ob man kommt zusammen hin. Sehr genau, gut. Es ist ein Gruppendings. Ein Gruppendings. Das ist Neverwinter. Da absolutes sollte man Fachwort. Sich nie so sicher sein. Gerade gruppendynamische Sachen sind sie ja nicht sonderlich. Naja. So. Bei mir geht's jetzt noch. Es dauert ein bisschen. Ja, mir steht schon der Zwergenkönig von R.A. Salvatore. Oh, schön. Aber die Mühle brennt. Aber dreht sich noch. Das nenne ich zwergische Baukunst. Und das ist es halt. Das ist das erste Mal, dass hier wirklich ein richtiger, bekannter Schreiber eine Story geschrieben hat. Deswegen haben sie es auch richtig gemacht, das auch vernünftig episch anzukündigen mit einem Schriftzug. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Finde es auch schön. Es erinnert mich so ein bisschen an Rothy Valley. Ist das hier die Ecke? Ja, sieht sehr danach aus. Ich bin genau hier gewesen. Man sieht das jetzt auch auf meiner Karte. Ich habe mich nicht bewegt. Ich bin hier hingegangen, habe gedacht so, total blöd, warum fängst du dich schon an? Gehst du zurück? Also ich habe wirklich nur so einen ganz kleinen Kreis. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weiter aussieht. Ja, aber es erinnert sehr an Rossi Valley. Und was ich auch mal sagen muss, ich finde auch dieses ganze Setting hier total schön. Also diese beeindruckend episch brennende Mühle, dahinter der Vollmond, der riesige Vollmond. Ja. Also ich muss sagen, also designmäßig, grafisch ist es echt ansprechend. Auf jeden Fall. Es würde auch Sinn machen, dass es in der Ecke, also vom Setting her, vom Aussehen her in Rossi Valley angelehnt ist, denn das ist nun mal das Gebiet der Farmer und Ländereien und sowas. Ja. Warum sollte es hier komplett anders aussehen? Aber dann sind hier auch diverse Monstrositäten unterwegs, ne? Wer weiß. Ich meine, da hinten ist jemand, der ist rot. Den sehe ich schon. Du siehst jemanden Rotes? Ja, da hinten, neben dem Baum stehen, in der brennenden Mühle steht jemand. Der ist, der wird, da hat mein Fadenkreuz rot. Ah ja, stimmt, meins auch. Du hast recht. Na gut. Aber der ist bestimmt nicht böse. Wir reden mal, glaube ich, mit dem. Hattest du schon mit Gareth Chandler gesprochen? Nein, gar nicht. Wie gesagt, ich okay, dann brauche ich ja nicht mehr so vorlesen. Blöde Idee. Ja. So, wir drücken wir mal an. Wir drücken mal F. Hey. Ich danke den Göttern, dass ihr hier seid. Die Drow, Dunkelelfen, sie griffen uns letzte Nacht im Schutz der Dunkelheit an. Meine Familie, sie sind alle tot. Ich habe die Windmühle in Brand gesteckt, um so einen Hilferuf abzusetzen. Anschließend habe ich mich die ganze Zeit versteckt. Oha, könnt ihr euch bewegen? Ihr müsst sofort von hier. Ihr müsst fort von hier, achso. Ich denke, das geht. Ich weiß nicht, warum sie unseren kleinen Bauernhof angegriffen haben. Ich bitte euch, ihr müsst diese Drow aufhalten. Für meinen Hof und für meine Familie ist es zu spät. Aber ihr könnt verhindern, dass sie weitere Bauernhöfe angreifen. Verschwindet von hier, um die Drow kümmern wir uns. Ey, das ist ja voll traurig. Ist es. Vor allen Dingen, dass er das selbst angesteckt hat. Ich muss mal ganz kurz die Sprachlautstärke, die ist schon auf maximal. Meine Güte. Tut mir echt leid, dass die da so leise denn sind. Ich hoffe, man versteht es trotzdem irgendwie ein bisschen. Ich möchte die Gesamtlautstärke nicht höher drehen, weil dann, obwohl ich könnte die Gesamtlautstärke höher drehen und die Effekte runter. Aber man hat ihn kaum verstanden, den netten Herren. Ich fand ihn auch sehr leise. Gut, so, dann gucken wir mal. Die Drow kennen wir ja auch schon. Die Drow tauchen jetzt ja nicht das erste Mal auf. So, Drow Spawn. Aber mal schauen. Die kennen wir ja schon aus. Sag an, mit welchem Gebiet kennt man sie schon? Rossi Valley? Ist es Rossi Valley? Nee. Doch, tatsächlich. Und aus dem Unterreich. Genau. Daher kennt man die. Nee, ich muss, das ist schon wieder viel zu die Effektlautstärke. Meine Güte, alles so. Ja, irgendwo waren die doch unten schon mal in den. War das Unterreich? Da gibt es auch einen Drachen. Ja, im Unterreich und aber auch in Rossi Valley. Da gibt es dieses riesige Drow-Netz. Was soll man eigentlich machen? Die Drows besiegen. Okay.
Also das typische, jetzt wird alles nieder. Genau. Wir sind Helden. Ich habe übrigens noch so eine Idee. Wie wär's, wenn wir mal unsere Gefährten rufen? Das ist bedingt. Das ist eine sehr gute Idee. Nicht, dass wir große Probleme bisher hatten, wie es scheint. Pür, du bist dran. Sorry, das konnte ich mir gerade nicht verkneifen. LeChuck, ich wähle dich. So, wen nehmen wir denn? Wir haben zwei Gründe. Wir nehmen den, die direkt vor uns sind, würde ich sagen. Hallo. Also eine Sache fällt mir jetzt hier schon ganz massiv auf. Ja. Ich habe das Gefühl, dass diese Stufe 70 Gegner leichter sind als die eigentlich normalen Stufe 70 Gegner, die man auch schon durchaus mal so hatte. Ja, ich weiß nicht, wann das angesiedelt ist, ob man das vor den Sachen wie zum Beispiel Charandar und... Also wenn ich jetzt einen neuen Charakter machen würde, welche Reihenfolge ich nehmen sollte. Sollte ich erst Charandar und Ring des Grauens machen und Tyranny's of Dragon und dann das Ach, hier? Oder ist, rein. Oder ist das vorher? Das weiß ich nicht. Weiß Weil ich habe auch das so Gefühl, genau. dass die Gegner waren sehr, sehr leicht. Auf jeden Fall leichter als die von Charandar. Ja, oder wenn man im Ring des Grauens unterwegs ist. Ja. So. Ein Schwert wird von Vergeltung geführt. Was? Dein Schwert wird von Vergeltung geführt? Wer sagt das? Hier, Pür. Ach so. Ich kann beten. Yay! Mit meiner tollen Augenmaske. Augentyrannenmaske. Ist da unten was los? Ja. Yep. Oh! Weitere Drows. Ja, die Frage ist natürlich, warum greifen die Drows jetzt Bauernhöfe an? Ich meine, sie haben ja eigentlich ganz andere Gebiete angegriffen. Gut, nein, eigentlich nicht mit Rusty Rally. Vor allem, wie mutig ist es denn, Halblinge anzugreifen? Willst du damit sagen, dass Halblinge schwach sind? Ich kann übrigens Leichen untersuchen. Ich auch. Interaktion könnte nicht durchgeführt werden, weil du das gerade tust. Aha. Oh, echt, da kommt eine Zwischensequenz. Aber ja. Als ihr die Toten untersucht, fällt euch etwas auf. Den Halblingen wurde auch noch der letzten Tropfen ihres Blutes ausgesaugt. Es muss sich um Vampir-Drows handeln. Da. Ist auch sehr schön. Blutleer Halbling. Ach, blutleerer Halbling. Oh Gott. Nicht nur Drows, sondern auch noch Vampire. Hier ist was. Es ist eine Kiste. Kiste. Yay. Bartis der Schändlers. Ich hab kaltherzig, ich hab die Ersparnisse des... Oh... Glaub, ich nehme das mal nicht, oder? Ich hab's einfach angenommen und ich hab ein Achievement dafür bekommen. Echt? Ja. Ich krieg nichts dafür, dass ich's da lasse. Dann nehme ich's auch mit. Bin ja auch ein Dieb. Vielleicht kann man das irgendwo hingeben noch? Warte mal, was ist das? Ich kann mich jetzt kaltherzig nennen. Ja... Ach stimmt, genau. Das war das, was noch ankam. Ja, vielleicht können wir das noch irgendwann abgeben bei irgendwie bei einer Kirche oder so. Na, außerdem treffen wir ihn ja bestimmt wieder. Genau, dann können wir ihm das geben. Das ist viel sinnvoller. Warum sollte das hier sein? Genau, da wo die Vampir-Drows sich das nehmen können. Ja, warum sind wir kaltherzig? Fall ist sowieso lächerlich. Warum sind wir kaltherzig, wenn wir das nehmen? Wäre es besser, wenn wir das den Bösen überlassen? Oder niemandem? Meister-Vampir, der Drow? Oha, da sind sie aber... Das sieht gut aus. Ja. Hallo. Ein Leckerbissen. Oh, da will ich nicht stehen. Okay. Aber Anführer Dwarf-Vampir besiegt. Yay! Yay! Elementarer Blitz, juhu. Okay. Steht da? Kann man das... Da sind irgendwelche X und rote Markierungen drauf. Geh mal weg. Was geht denn hier im Keller ab, ey? Was meinst du? Also ich meine, das ist ein Hof. Die werden vielleicht irgendwie Bier brauen oder irgendwie sowas. Ja, aber ich meine, haben die jetzt hier schon ihr Lager gemacht? Irgendwie so ein... Genau, das was das hier ist, Ritual ist auch, so? Ja. Sieht ein bisschen... Oder wie eine Markierung auf, wohin sie angreifen wollen oder irgendwie sowas. Da ist ein Gebirge drauf. Mehr kann ich auch nicht erkennen. Naja. Und das hier scheint ja auch eher sowas wie so ein Partykeller zu sein, wenn ich mir das hier angucke mit den Stühlen und so. Die großen Partys wurden hier gefeiert. Die großen Bauernpartys. Richtig. Den ganzen Nachbarn oder so. Na gut. Bauernhaus Vampire. Verlassen. Vampire. Aber nur ein Vampir? Also ja, die warten bestimmt alle draußen auf uns. Ja, es war der Anführer-Vampir. Ich meine, von wem war der Anführer? Muss ja irgendwen geben, der angeführt wurde. Ah ja. Zwischensequenz. Nö, bei mir nicht.
Vielleicht sollte ich zuerst rausgehen bei solchen Sachen. Man hat ihn einfach nur nah, man wurde einfach nur nah an den ran gezoomt. An Tibbelsdorf, oder wer? Ja, der erinnert mich voll an diese Blechfigur aus Dorothy hier, Barbara von Oz. An diesen Blechmann. Echt? Sorry, ja. Nur in klein. Guck mal hier. Deine Rüstung sieht doch echt skurril, Alter! Oder Edward mit den Scherenhänden oder so. Ja, das ist... Warum? Tibbelsdorf, erzähl mal. Wer seid ihr und was treibt ihr hier? Wie bewegst du dich? Ich bin Asavariel Sanftpfote. Sanftpfote. Und wer seid ihr? Ich bin Brent. Ihr habt die Dunkelelfen besiegt. Gut so. Ich werde hier noch einmal alles absuchen, nachdem ihr gegangen seid. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wenn ihr noch mehr von denen seht, lasst es mich wissen. Wer bist du? Also gut, dann schauen wir doch mal. Ja, ich glaube, der Junge ist ein bisschen strange neben sich. Ich schätze, ich gehe besser zu Hauptmann Belgold zurück. Könnte es vielleicht sein, also es hieß ja, mit dem Modul hat, also wurden einige Charaktere, die dieser R.A. oder R.A. Salvatore so erfunden hat, zum Leben erweckt. Vielleicht ist das auch einer von seinen Charakteren oder sowas. Das kann sehr gut sein. Das können ja die Zuschauer, die vielleicht die Sachen gelesen haben. Ich habe halt wirklich gar nichts von ihm gelesen, muss ich leider gestehen. Ja, auch nicht. Mal reinschreiben, ob man diesen Charakter kennt. Ob der vielleicht wirklich so ein bekannter... Ich meine, der hat ja auch sehr, sehr viel über die Dwarves geschrieben. Das weiß ich. Ob der da irgendwo stark mit drinne steckt in der Story. Und was mich noch interessieren würde, ist er denn auch so jetzt hier quasi reingebastelt oder umgesetzt, wie man sich den auch vorstellt? Also ist das genau so, wie er ihn beschrieben hat in seinen Büchern? Mhm. Denn manchmal hat man das ja, dass man so, wenn man so eine Geschichte liest, man total darin eintaucht. Man hat ja so ein Bild von den Charakteren im Kopf und dann sieht man eine Umsetzung zum Beispiel im Film oder in einem Comic. Es geht ja manchmal auch im Comic und es sieht total anders aus, als man sich das eigentlich vorgestellt hat. Ja, also schreibt das mal, wenn ihr davon eine Ahnung habt, wenn ihr die irgendwo schon mal gelesen habt, schreibt das mal in die Kommentare. Wir müssen hier, glaube ich, jetzt den Bauernhof verlassen. Genau. Nope. Auf zurück nach Protectors Enclave zu Belgold. Guck mal. So, da sind wir wieder. Hallo. Seid vorsichtig also tot, in den Wäldern, Reisender. Aha, das Ersparte entsprechend abgeben. Das mache ich zuerst. Bevor ich irgendwie in der Quest weitergebe, mir denn die Option verwehrt wird. Oh, das sieht man wirklich nicht häufig, dass ein Abenteurer gefundene Gegenstände auch zurückgibt. Garrett Chandler wird sich darüber sehr freuen. Ich werde ihm seine Ersparnisse sofort zurückbringen und ihm von eurer großen Tat berichten. Vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und da habe ich einen neuen... Falsch verstanden und niemand weiß, was eure wahren Motive sind. Gerade nochmal gerettet. das Damoklesschwert steht schon über uns, wegen, ne? Willst du wirklich irgendwelchen Leuten? Muss ich aber sagen, finde ich ziemlich cool. Ja. Finde ich wirklich ziemlich cool, weil das passt so voll in diese D&D-Welt, wo es ja dieses chaotisch-böse, chaotisch-neutral, aber auch rechtschaffend-gut und rechtschaffend-böse und sowas gibt, dass man halt wirklich diese neuen Abstufungen hat, dass das jetzt wirklich auch mal in das Spiel eingebaut wird. Ich hoffe, das war nicht die einzige Möglichkeit, wo man sozusagen seinen Ruf erarbeiten kann. Finde ich sehr cool. Genau das frage ich mich gerade. Gäbe es noch eine andere Möglichkeit, mit diesem Item etwas zu tun, außer es bei ihm abzugeben? Ja, wahrscheinlich. Hätte man es zum Beispiel noch verkaufen können irgendwo? Genau, gegen das mega super epische Artefakt, das du brauchst, um hinter im Endkampf überhaupt mitmachen zu können oder so. Aber es kann ja auch sein, dass es jetzt irgendwo, ich meine, es gibt ja einige Schwarzmarkthändler hier, die hier rumdackeln, dass man es da hätte verkaufen können irgendwie und dann was dann einen schlechten Ruf bekommen. Irgendwie wirklich. Das würde mich echt interessieren. Könnt ihr auch schreiben, falls ihr die Kampagne auch gemacht habt und euch anders entschieden habt. Vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr das ja schreiben. Wir können uns ja jetzt nicht mehr anders entscheiden. Aber ganz ehrlich, er hat seine Familie verloren, er hat seine Mühle angezündet, da soll er wenigstens seine paar Münzen haben. Ja, ich würde mich auch immer so entscheiden. Immer. Ja. Also das ist ehrlich, würde ich. Ja. Ich war auch schon in anderen Rollenspielgruppen derjenige, der die komplette Beute an irgendwelche Armen gespendet hat zur großen Aufregung meiner Gruppe, die dann gesagt hat, nein, warum schicken wir den nach vorne zum Verhandeln? Ja, über diese goldgierigen Charaktere. Schrecklich. Gut. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Garrett Chandler kam gerade rein.
Er sagte, sie seien von Drow angegriffen worden. Und ihr sagtet, es seien Drow-Vampire? Großartig. Das Letzte, was wir momentan gebrauchen können, ist eine Vampirplage. Und dieser Puent, den ihr erwähnt habt, kommt mir verdächtig vor. Vielleicht hat er mit all dem zu tun. Ich werde meine Späher anweisen, nach ihm Ausschau zu halten. Wenn er so aussieht, wie ihr ihn beschrieben habt, werden sie ihn schnell finden. Ja, den wird man sehr schnell finden. Es gibt Resonanzsteine. Boah, ist ganz nett. Ganz gut für die Artefakte. Ja, vor allen Dingen für das, was wir getan haben. Da hingehen, kurz ein paar Leuten vom Kopf hauen, ist das eine sehr gute Belohnung. Richtig.